Liebe Modelleisenbahner, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es hat jetzt eine etwas längere Zeit gedauert. Ich dachte, es ging eigentlich schneller, aber naja. Hintergrund ist, ich hatte euch beim letzten Video ja gezeigt, wie die Drehscheibe gealtert wurde. Und jetzt sollte sie eigentlich in das Bahnbetriebswerk eingebaut werden und dort eigentlich, sagen wir, der Anlagenbau vorangetrieben werden. Hat nicht ganz so geklappt. Warum? Weil ich, sag mal, mit der preiswertesten Digitalschnittstelle für die Märklin-Drehscheibe nicht zufrieden war. Habe mich lange Zeit mit in iTrain eingelesen, wie dort am besten die Schnittstelle zu konfigurieren ist, und bin letztendlich zu dem Ergebnis gekommen, dass die Lösung mit Fichtelbahn für mich das geeignete ist. Tja, warum jetzt Fichtelbahn? Fichtelbahn hat eine bidirektionale Schnittstelle, die es also auch ermöglicht, von der Drehscheibe selber die Informationen abzugreifen und zu verarbeiten. Und das kann eigentlich keine andere Schnittstelle. Hintergrund ist aber auch, es gibt zurzeit sehr starke Lieferengpässe, dass also auch Fichtelbahn dieses Produkt nicht regelmäßig im Shop hat, sondern ich hatte dort mal vorgesprochen und gefragt, wie lange es eigentlich dauern würde. Das Ergebnis ist, ja, wir sind in der Beta-Phase. Wir haben noch ein paar Geräte hier. Du kannst am Beta-Test mit teilnehmen. Das ist mein Testbrett von vor 25 Jahren. Hier konnte man also recht schön sehen dabei. Die Zentrale hat sich etwas verändert, aber ansonsten selbst die Anschlüsse von Fissmann sind heute noch genau so. Ja, wie üblich mit den Steckern steckte man das Ganze und konnte so eben die Signale mit anschließen. Das ist jetzt die neue Version. Das ist ein IF2, ein bidirektionaler Baustein, der den PC mit dem Bus verbindet. Und das, was ich jetzt auspacke, das ist eine Neo Control, also ein Controller für LEDs. Die entsprechenden Anschlüsse müssen noch aufgelötet werden, aber das ist nicht weiter schwierig. Jo. Was jetzt hier noch fehlt, ist eigentlich die Verbindung zum PC, die sich mit diesem schwarzen Kästchen dann da verbindet, und das ist es. Jo, das ist die Controller-Platine. Da werden jetzt die Anschlüsse für den Bus müssen noch eingeklipst werden, angelötet, und damit ist eigentlich der gesamte Baustein auch schon betriebsbereit. Ja, das so sitzt, passt und hat Luft. Wie gesagt, das Ganze wird dann eben noch angelötet und fertig ist. Daran angeschlossen werden dann solche, ja, WS2811 nennen die sich, mit drei Ausgängen. Die werden an den Controller angeschlossen, und an diesen Baustein kann ich dann die LEDs auch ohne Vorwiderstand anschließen. Jo, das ist eigentlich schon das Ganze. Und jetzt kann ich beliebig die LEDs ansteuern. Die Nummer der LED, ich kann die LED immer farblich leuchten lassen, ich kann sie blinken lassen. Ja, verschiedene Möglichkeiten, die eben hier als Makro vorgesehen sind. Und wie man das Ganze jetzt natürlich dann im Einzelnen mitmacht, da werden wir jetzt im Folgenden mal darauf eingehen. Tja, diese Überreißbarei ist immer noch da von der Covid-Geschichte, aber das habe ich jetzt soweit hinter mir. Und naja, steigen wir wieder in die Elektronik ein. So, jetzt geht's weiter mit der Fichtelbahn.
Ihr seht also hier diesen Kasten. Das ist das Interface zwischen dem Computer und dem Bus. Der Bus wird einfach hier über normales Kabel miteinander verbunden. Ihr seht also auch hier auf der Platine, es ist ein Eingang, ein Ausgang. Das ist jetzt nur eine Platine angeschlossen. Das ist ein sogenannter Knoten. Dieser Knoten hier ist ein Neocontrol. Das heißt zur Steuerung von entsprechenden LEDs. Hier gibt es zwei Busausgänge. Das ist ähnlich wie beim Arduino auch. Ich habe ein Plus-Minus mit 5 Volt und ich habe eine Datenleitung. Die geht hier weiter auf die Steuerplatine. An jeder Steuerplatine kann ich bis zu 3 LEDs direkt anschließen oder ich kann aber auch seriell mehrere LEDs hier, muss aber dann den Vorwiderstand berücksichtigen. So, das sind die beiden Platinen, die ich eben gezeigt habe mit den 6 LEDs und daran angeschlossen ist jetzt ein Signal. Ich habe dafür jetzt wieder 3 dieser Platinen verwendet und da sind jetzt jeweils 3, also sprich 9 Anschlüsse dran, die hier von diesem Signal, einem Fissmann, Vorsignal, Ausfahrsignal mit Vorsignal am Mast angesteuert werden. So, die ersten 4 hier sind das Vorsignal, die anderen 5 kommen vom Hauptsignal und das Ganze ist jetzt hier als Besonderheit einfach, ich habe die Vorwiderstände drin gelassen. Es funktioniert auch damit, dass ich das nicht alles auseinanderreißen muss, aber es funktioniert auch ohne die Vorwiderstände. Jo, das ist jetzt eigentlich der ganze Hardware-Aufbau und jetzt folgt dann die Software-Geschichte. So, jetzt sind wir auf der Software-Seite. Das ist der sogenannte DB Wizard in der Version 1.19.13, wenn ich mich nicht irre. Es gibt inzwischen die Version 2 als Release-Kandidat. Es tut sich also auch hier etwas. So, dann, ja, er konnte nicht geöffnet werden. Ist vollkommen richtig, denn wenn der USB-Anschluss nicht drinsteckt im Computer, kann er natürlich auch nicht dort tätig werden. So, das Ganze noch einmal. Und schwuppdiwupp haben wir hier also das IF1, das Interface und den Knoten. Doppelklick auf den Knoten öffnet uns jetzt diese Knotendetails. Ich habe hier die Möglichkeit, einmal die Firmware zu aktualisieren. Was sehr wichtig ist, ist hier der Knotenkonfigurator, wo vordefinierte Makros die Arbeit erleichtern. Und dann habe ich doch die Möglichkeit, hier entsprechende Dokumente abzuspeichern. So, anhand der Reiter lässt sich jetzt genau nachvollziehen, was passiert. Ich habe jetzt hier als Beschreibung den Neocontrol und so weiter. Hier das in Rot, das ist die Unique-Adresse. Das heißt, ich brauche keine DIP-Schalter mehr. Er findet alle Geräte, die im Bus angeschlossen sind, von sich aus automatisch, auch wenn ich sie nachträglich ändere. Dann die Firmware. Das ist die aktuelle Firmware hierzu und noch ein paar Daten, mit denen ich selber aber nicht so viel anfangen kann. Der nächste Schritt sind die Accessories. Da kommen wir gleich zu.
Wir haben ein Untermenü mit Makros. Wir haben auf dieser Platine jetzt 8 Eingänge, die wir beschalten können. Was für unser Projekt jetzt wichtig ist, sind die Lichtausgänge, wodurch jede einzelne LED gesteuert wird. Wir haben noch die 8 Ausgänge. Wir haben die Flex, Belegmelder und CV. Was heißt das? Definitionen. Okay. Kommen wir zurück zu unserem Konfigurator. Doppelklicke drauf. Wir werden dort empfangen und können jetzt im nächsten Schritt entweder Lichteffekte uns betrachten, Signale oder Weichen. Schauen wir mal bei den Lichteffekten rein. Haben wir also zum Beispiel wie das Andreaskreuz, wie ein Fotograf mit einer LED, eine Radarfalle, ein Schweißer, was auch immer. Wir wollen jetzt unser Signal anschließen. Deswegen gehen wir auf Signal, sagen weiter. Und hier haben wir eben Möglichkeiten, deutsche Signale. Ja, es sind holländische Signale. Es sind Schweizer, es sind österreichische Signale, hier bereits vorkonfiguriert. Wir wollen jetzt hier das Lichtausfahrtssignal mit Vorsignal am Mast sehen. Das klicken wir an, sagen weiter. So, jetzt kommen wir das erste Mal mit diesen Accessories in Berührung. Wir haben einmal das Accessory Ausfahrsignal und wir haben das Accessory Vorsignal. Den Fleck kann ich noch nicht einordnen. Die Nummer der erzeugenden Accessories, das heißt, wir starten bei 0. Nummer des ersten Makros, damit wir mit den 6, die wir vorher haben, nicht in Schwierigkeiten kommen. Das Ganze fängt bei 0 an. Werde ich hier also auf die 6 geben und die Nummer des ersten Lightports. Das ist also praktisch der erste Anschluss vom Signal. Der liegt auch auf der 6 und damit sage ich, mach weiter. So, das Knotenskript wird jetzt ausgeführt. Sobald er fertig ist, können wir das Ganze verwerfen. Ja, er hat noch alte Daten mit da, die ich von vorher vom Testen her verwendet habe. Und warum braucht er heute so lange? Normalerweise geht es etwas schneller. Vielleicht ist auch einfach der Computer jetzt etwas angestrengt. So, jetzt hier nochmal der Blick, die Accessories, ich habe das Vorsignal, ich habe das Ausfahrtssignal, ich habe die Makros und hier sehe ich entsprechend das HP0, HP1, HP2 und HP0 mit SH1 und im Vorsignal entsprechend VR0, VR1, 2 oder Dunkelschaltung. So, wenn ich jetzt sage, das Ausfahrsignal, gehen wir hier auf Testen, dann zeigt er mir das rote Licht an. Gehe ich auf HP1, schaltet es auf grün, HP2 grün und gelb. Und für den Rangierbetrieb das Ganze mit dem SH1. So, jetzt gehen wir nochmal zurück auf das grüne Signal. Und jetzt kann ich auch das Vorsignal, das VR0, dazu schalten. Ich kann das VR1, die beiden grünen, das VR2,
Ihr seht, hier ist also ein Fehler in der Makroprogrammierung. Die Fehler, den wir gleich beheben. Und wir haben die Möglichkeit der Dunkeltastung. So, kommen wir nochmal zurück auf das VR2. VR2 sagt uns jetzt hier Vorsignal grün. Halt, machen wir mal auf Testen, damit wir es sehen. Warum macht das jetzt nicht? Tja, das ist, wenn man es zeigen will. Das ist das Grüne. So, jetzt sieht man, dass es verkehrt ist. Und zwar muss jetzt von links unten, das heißt, das Grün müssen wir nach oben setzen. Jetzt sagen wir, da haben wir Grün 2, Grün 1. Wir müssen das zurückschreiben und wir testen es und siehe da, das Signal funktioniert. Jetzt habe ich noch meine Lichtausgänge. Ihr seht also hier, bei 6 fing das Ganze an, das Vorsignal in grün, die Helligkeit wird ausgeschaltet. Eingeschaltet werden diese LEDs jeweils dann mit 200, was immer 255 ist der Maximalwert. Dann heißt es Vorglühen 10, Nachleuchten 10 und dann kann ich einen Status machen mit Runterdimmen, Aufdimmen und zum Testen kann ich jetzt hier das sagen, das ist Aufdimmen. Aber ich kann zum Beispiel auch sagen, ich will das Blinken haben und dann blinkt mein grünes Licht im Vorsignal. So, aufdimmen bleibt, passt wieder. So, das ist eigentlich alles an Programmierung jetzt hier für das DBIP. Der nächste Schritt ist dann die Übergabe an das iTrain. In Oberfläche. Ich habe hier also nur einfach einen Kreis gemacht dabei mit einer Nebenstrecke. Wir konzentrieren uns einfach hier auf dieses Signal. Um jetzt Signale einzubinden, brauche ich hier unter Bearbeiten Gleisbild. Den muss ich so, okay. Jetzt haben wir das Gleisbild. Wichtig ist eigentlich hier nur dieses Signal, was wir einbinden wollen. Das hier unten ist eine Autostraße, denn ich habe mir jetzt hier eine Zwischenlizenz besorgt und man sieht also hier für den Gleisaufbau, dass wo ist das jetzt hier geblieben? Bearbeiten. So, jetzt habe ich irgendwie was doppelt. Ist egal. Äh,
Ihr seht also hier im Prinzip die Teile, um einen Schienenstrang zu machen. Hier die Teile, um eine Autostraße zu bauen. Und ganz rechts sind hier die Signale angebracht. So, hier, so muss ich es ja zeigen, sonst seht ihr es nicht. Um das Signal jetzt anzusteuern, klicke ich einfach dieses Quadrat an und mache einen Doppelklick drauf. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob ihr das seht. So. Wir haben jetzt hier also ein Gleisbildelement. Wir sagen von den Möglichkeiten, die ich jetzt auch hier vom Wizard habe, Ausfahrtssignal mit Vorsignal. Es sind jetzt keine Tasten zugewiesen und das Signal selber kann ich einfach nochmal den Namen wiederholen. Ich kann es auch die Reihenfolge, wie auch immer, im Bahnhof, Schiene oder Gleis 7, wie immer ich das hier möchte. Wichtig ist hier nur der Typ. Da werde ich sagen, es ist das Ausfahrtssignal. Die Grundeinstellung ist das HP0. Hier werden also alle vier Signalstellungen angezeigt. Und jetzt ist es wichtig, die Schnittstelle. Ja, ich habe hier die BDIP. S heißt, dass es eine serielle Schnittstelle ist. Und ich kann mir hier meinen Knoten aussuchen. Ich habe nur einen drin. Das ist das NeoControl. Als Ausgabegerät Standard DCC Aspect oder Accessory Bus. Ich brauche hier den Accessory Bus. Und jetzt ist es wichtig zu sagen, dabei dieser Port. Und das hat mir sehr viel Schwierigkeiten bereitet. Deswegen habe ich also auch die Lizenz geholt, dass ich im Forum mitarbeiten kann und auch dort Fragen stellen kann. Das hier ist einfach unser Accessory aus dem Wizard. Und ihr erinnert euch, der Accessory 0 ist das Vorsignal und Accessory 1 ist das Ausfahrtssignal. Deswegen hier eine 1. So, damit habe ich dann hier meine vier Signalstellungen. Optionen kann ich jetzt noch sagen, dass es ein gemeinsames Signal ist. Oder die Mehrfachverwendung von Adressen brauche ich hier im Moment nicht. Relais habe ich auch nicht eingeschaltet. Konfiguration bleibt auf dem Standardwert. Hier habe ich nämlich die Möglichkeit, dort über Bitmaske, Herstellertyp, Version, irgendetwas noch mit anzugeben. Brauche ich nichts ändern und ich habe eine Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlegen. So, jetzt sage ich einfach, mach das Ding zu, gehe auf das Vorsignal, hier auch wieder der Typ Vorsignal ausgesucht und das Signal, ich habe jetzt hier nur einen Namen eingegeben, eine Beschreibung kann, muss nicht. Ich habe das Vorsignal ausgesucht mit der Grundstellung VR0. Ich habe wieder meine BDIP-Schnittstelle und ich habe meins Knoten, mein Neo-Signal. Und im Accessory Bus habe ich jetzt den Port 0. So, damit habe ich dann wieder meine vier Bilder. Optionen brauche ich nicht, Relais brauche ich nicht, Konfiguration ändert sich nichts, Kommentar ändert sich nichts. Okay. Jetzt brauche ich bin noch im Gleisbild-Editor. Den schalte ich jetzt aus. Möchte die Änderung speichern. Und jetzt ist es wichtig, damit iTrain mit dem System arbeiten kann, dass ich es hier verbinde. Zum Verbinden
Vorher möchte ich euch noch sagen, es gibt die Möglichkeit der Schnittstelle. Na, da ist irgendwo nicht hundertprozentig, aber ihr könnt es sehen dabei, ich habe hier zwei Schnittstellen definiert, das ist einmal das DBIP und das ist meine CS3 für die Steuerung. Und seht hier bei der CS3, das wird über eine Netzwerkschnittstelle damit gemacht, möchte ich nur Fahrzeuge, Rückmeldungen, Booster haben. Die IP-Adresse ist noch nicht eingegeben, brauche ich nämlich für diese Darstellung nicht. Und beim DBIC sage ich, ich habe den bidirektionalen Bus. Der soll eben für Zubehör, für Signale, Weichen gelten dabei für Rückmeldungen. Die Verbindung dazu ist der COM8, der ist mit angegeben, den ich eigentlich nur brauche. Und das sind allgemeine Daten noch. Über DCC-Protokoll brauche ich auch nichts weiter ändern, kann es alles so lassen, ich kann ein Bild hinterlegen und ich kann einen Kommentar. Das ist alles. Schließen wir das Ganze. Damit habe ich eben diese Verbindung und sage jetzt, verbinde mich mit dem System. Märklin, die CS3, sagt, ich habe noch keine Netzwerkadresse. Und hier unten, das seht ihr jetzt nicht. Warum nicht? Schieben wir das Ganze mal und dann seht ihr hier, da ist die DBIP-Schnittstelle, sie ist grün, das Ganze ist miteinander verbunden. So, und ein Klick drauf, das Ganze ist rot, auch das Signal zeigt rot an, dann kann ich hier rechte Mausklappe, hätte ich beinahe gesagt, das, warte mal, schalten wir auf kein, so, das ist jetzt auch ausgeschaltet, das haben wir hier das Grün, wir haben Grün-Gelb und wir haben das Rangiersignal und wenn ich jetzt sage auf Grün, kann ich entsprechend das Vorsignal auf Langsamfahrt, auf Schnellfahrt oder auch auf VR2 einstellen. So, das heißt, durch diese einfache Steuerung, durch diese einfache Verbindung ist das Ganze jetzt hier mit dem verbunden und kann fahren. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr entsprechend den Kanal abonniert und weiterhin treu meine Zuschauer seid. Bis zum nächsten Mal, euer Klaus.